Hallo Andreas, hallo Rolf, willkommen alle Zuseherinnen und Zuseher beim Bogen und Pfeil Mythen und Fakten Podcast. Heute wieder zu Gast die europaweit bekannten Backstop Boys. Ja, Freue hallo Peter, mich. Grüße zurück und natürlich auch Grüße da draußen an alle, die uns da zugucken und uns wahrscheinlich nicht kennen. Vielleicht nicht. Nee. Bis jetzt, bis jetzt. Ja, bis jetzt. Der Peter neigt da so ein bisschen zu einer Übertreibung. Eigentlich ist europaweit vielleicht nicht so. Ich denke mal, Niedersachsen. Niedersachsen trifft es schon eher. Deutschland. Deutschland lasse ich auch noch Ja. gelten. Österreich, Schweiz. Auch. Naja, in der Promotion oder im Marketing, wie auch im ganzen Leben, würde ich sagen, sollte man immer aus einer Position der Stärke heraus agieren. Und Und das sich, tun wir. und Das tun ja, wir. genau. Und sich nicht selber kleiner machen. Ah, Nein, nein. euer Kanal hat tolle Zugriffe und ihr macht eine eigene Schiene, die garantiert eine Art Nische ist. Ich finde das wunderbar und der wird auch super wachsen, da bin ich überzeugt. Wenn ihr da dran bleibt und kontinuierlich weitermacht. Bei mir ist es ja. Ich bin zwar wirklich weltweit bekannt, aber bei den Zugriffen sehe ich es nicht. Da würde ich mir mal Gedanken machen, Peter. Ja, weil sie mich kennen, schauen sie Weil sie sich. mich kennen. Das kann natürlich auch sein. Ja, ja, Ja. ja. Ja, weil wir da bei dem Thema sind, die meisten oder viele glauben, ja, das ist ein Angeber und so. Also zum Beispiel allein das mit dem Bowman. Ich erzähle euch einmal nur ganz kurz, warum ich überhaupt diesen Namen erfunden sozusagen habe. Ja. Wie ich dann nach China eingeladen wurde in diese Fernsehshow, wusste ich nicht, ob ich mit meinen Sponsoren aufnähern auf der Jacke dort im chinesischen Fernsehen sein darf. Ist so ähnlich, ist ja bei uns auch so, du kannst nicht mit x-beliebigen Werbungen in eine Fernsehsendung gehen. Ja. Und jetzt habe ich mich darauf vorbereitet, ich habe meine Werbejacke gehabt. Ich habe aber auch eine gehabt, wo da eben nur Bowman und auf dem Bogen habe ich dann die Bowman-Schrift drauf getan, weil ich mir gedacht habe, naja, dass ich für mich selber werbe, dagegen können sie nichts sagen. Und Ja, das war schon richtig, eigentlich, und ja. dann habe ich überlegt, naja, Bowman kann jeder sein, ihr seid Bowman, ich bin ein Bowman und zugleich impliziert es aber ein bisschen Batman, Superman, Bowman, so ein bisschen Heldenstatus. Und das war die Überlegung. Und von dort her kommt das auch auf den Bogen drauf. Hinten und vorne, weil es dann egal war, wie sie mich gefilmt haben, der Bowman war immer im Bild. Ja, Das ist der clever. Hintergrund. Also hätte ich anders, wäre ich auf die Idee gar nicht gekommen, wenn nicht diese Unklarheit war. Wie ich dann dort war, habe ich dann gesagt, da darf ich diese Jacke anziehen, die Werbejacke. Ja, ist das was Politisches, die Aufnäher oder so? Ich gesagt, nein, nein, da habe ich erklärt halt, was alles ist. Na, dann ist es okay. Auch in Ordnung. Also Ja, ja, ja. dann habe ich halt beides gehabt. Was auch kein Nachteil war. Ja, Andreas und Rolf, wir mit den anderen Kollegen, mit den anderen Podcast-Teammitgliedern bin ich eben durchgegangen oder wir haben erläutert und erarbeitet, wenn jetzt so ein ganz richtiger Anfänger oder eine Anfängerin, die außer auf Bildern oder im Fernsehen oder irgendwo noch oder im Kino vielleicht mal was vom Bogenschießen gesehen hat und die denkt sich, ah, das ist cool, das will ich probieren und die kommt jetzt zu euch. Erste Frage überhaupt, macht ihr solche Einsteigerseminare, nehmt ihr mal wen mit oder grundsätzlich? Nein, also Seminare in dem Sinne machen wir nicht. Ein Nein. Seminar in dem Sinn nicht, auch keine Kurse oder Einweisungen, weil wir sind da zwar unterschiedlicher Meinung, aber ich für mich bin der Meinung, ich bin noch gar nicht so weit, um irgendjemandem das ordentlich vermitteln zu können. Ich mache selbst viel zu viel Fehler. Ja. Andersrum, also ich habe schon mehrfach Leute mitgenommen, die gänzlich Neulinge im Bogensport waren. Das mache ich schon. Einzelpersonen ja, aber auch aus Spaß und nicht,
mit Ja, dem verstehe. Hintergrund irgendwo. Aber im Grunde die Vorgehensweise wäre ja dann die, egal ob du das jetzt professionell anbietest oder einem neuen Freund, sage ich mal, zeigst, dann machst du beides aus bestem Wissen und Gewissen, wenn man halt ein anständiger Lehrer ist. Nehmen wir halt so ein Szenario an. Es kommt ein Freund, der noch nie Bogen geschossen hat und der sagt, ich würde das jetzt auch gerne, mach das so cool. Wie würdet ihr denn jetzt da, also ich meine das jetzt wirklich so Step by Step, was wäre das Erste, so wie würdet ihr ihn vorbereiten, wie würdet ihr ihn die erste, sag mal, Stunde oder Einheit gestalten mit der Person? Also ich kenne die Situation selber, ich habe sie schon oft erlebt. Wir haben draußen im Garten eine große Schießwand zu stehen. Und da ist es eben zwangsläufig, wenn Besuch da ist, die fragen, was ist das denn da hinten? Was machst du denn da? Ich sage, na, wir schießen Bogen. Oh, ist ja interessant. Darf ich auch mal? Kann ich auch mal? Wir haben dazu hier bei uns zu Hause einen sogenannten Gästebogen. Das ist ein ziemlich großer Hybrid, der hat 64 Zoll, hat nur 25 Pfund. Der kann geschossen werden als Links- oder als Rechtshandbogen. Der eignet sich da eben speziell sehr, sehr gut dazu. Und mein erster Schritt ist dann eigentlich immer, dass ich sage, schau mir mal zu, was ich jetzt mache. Und dann versuche ich, das, was ich irgendwann mal gelernt habe, so ordentlich wie möglich und vor allem langsam mal vorzuführen. Nach ein, zwei Schüssen, wenn sich dann der Freund, die Freundin, der Gast ja, immer noch dafür interessiert, Noch nicht genervt ist. dann gehen wir zu dem ersten Schritt und reden mal kurz über Schutzkleidung. Also, dann wird ein Armschutz angelegt. Dann geht es entweder mit einem Tab oder mit einem Handschuh, je nachdem, was der jetzt für sich besser empfindet. Und dann so diese ersten Grundlagen. Wie legt man den Pfeil überhaupt ein? In welche Richtung zeigt der Pfeil, wenn man den in den Bogen einlegt? Grundsätzlich natürlich immer die Ansage, so einen Bogen niemals ohne Pfeil schießen. Ja, und dann Ich ist würde der nicht erste. einmal, entschuldige, ich sage sogar zu den Leuten immer, nicht einmal ziehen ohne Pfeil, weil da gibt es natürlich auch voll Experten, die, weil sie ihn halt ziehen, ziehen sie dir denn auf 37 Zoll aus. Wenn der Pfeil da ist, kann er das gar nicht machen, Ja. sozusagen. Also, Und ja. noch etwas wollte ich ganz kurz noch einbringen, weil du sagst, du schießt einmal und sagst, da schaut zu, das mache ich auch, aber ich sage immer dazu, bitte schaut nicht auf die Zielscheibe, weil die Leute schauen dann, wo du hinschießt und nicht so, nicht auf das, wie du es machst. Meistens schauen Ja. sie, oh, wo schießt er denn hin? Aber dich schauen sie gar nicht an meistens. Also ich Ah. weise dann immer daran, bitte nicht auf die Zielscheibe, das ist nicht wichtig, schaut nur meine Bewegung an. Ja, also ich habe den großen Vorteil, ich habe 2 mal 2 Meter schwarze Wand aus so einem Dämpfermaterial. Da ist gar nichts drauf. Ja, weil aus meiner eigenen Erfahrung, sobald ich auf irgendetwas schieße, was Kringel hat, treffe ich nicht. Ja, also wenn wir zu Hause oder wenn ich zu Hause im Garten für mich ein bisschen trainiere, dann geht es eigentlich um den Vorgang, Um die um die Form. Technik. Genau, und nicht unbedingt um irgendetwas speziell zu treffen. Aber er trifft trotzdem. Ja, irgendwas. Ich treffe Er 2 mal 2 Meter. Wäre schlimm, wenn nicht. behauptet, er schießt auf nichts. Wir wissen nicht, ob das stimmt. Wir haben Videobeweise, dass Andreas gar nicht so schlecht schießt. ich habe das mit den anderen Kollegen schon besprochen. Es ist halt, wenn du irgend, es muss ja jetzt kein winziger, das kann ja auch, was ich schon mal gesagt habe, sein Pappteller oder so sein, aber nur zur Ausrichtung. Ich glaube für mich selber, ich habe ja auch solche Tafeln und so weiter, aber ich tue mir dann schon irgendwas hin, weil ich mich schon beim Hinstellen auf diesen Punkt irgendwie ausrichte, weil ich eben sage, da beginnt es eigentlich beim Hinstellen und wie stelle ich mich dahin und das kann ich ja nur tun, also, Andreas, wenn du sagst, du schießt jetzt auf die schwarze Wand, in Wirklichkeit funktioniert ja das gar nicht, weil du musst ja trotzdem einen Punkt annehmen, auf den du jetzt schießen willst. Sonst Naja, du hast schon recht, Peter. Natürlich, ich nehme mir einen Punkt. Und zwar als Sicherheit für meinen Nachbarn nehme ich die Mitte. okay. Ja. Okay. Und sobald der erste Pfeil da drin steckt, ja, ist der natürlich Referenzpunkt. Richtig, das habe ich auch schon oft gemacht. Ich schieße
wie ich meine, und dann schieße ich auf den Pfeil eigentlich. Genau. Ja, ja, Um das ja. Ganze zu wiederholen. Mal klappt es, Ja. mal klappt es dann eben nicht. So ist es. Ja, aber um aufs Eigentliche zurückzukommen, wenn dann so diese ersten Schritte, wenn die so erklärt sind, dann lasse ich dann den sagt man Aspirant dazu, den Tester weg, Kandidaten. den Kandidaten. Dann lasse ich den natürlich schon mal alleine da den Bogen ziehen mit einem Pfeil drin und fange an zu korrigieren. Weil es ist immer sehr erstaunlich, die Leute stellen sich, obwohl man es gezeigt hat, irgendwie immer frontal Ja, und wollen nicht so seitlich. schießen, so irgendwie, nicht 90 wollen sie Grad dann Winkel. schießen. Ja. Richtig. Und schaffen es, sich dabei sehr, sehr stark zu verdrehen. Und Ja. da wird es dann natürlich immer schon spannend. Ja, also so ist eigentlich der grundsätzliche Ablauf, der erstmal so stattfindet. Wobei ich der Meinung bin, man muss noch differenzieren. Wenn man jetzt einen Gast hat, einen Besuch hat, der mal schießen möchte, Der reicht Spaß das nur so haben aus? will, ja. Oder er will es Genau. wirklich lernen, ja. Hat man aber jemanden, der da mehr interessiert ist, dann sollte man eigentlich anders vorgehen. Und Ja. bei mir zum Beispiel ist es damals versäumt worden, ein ziemlich wichtiger Punkt, das dominante Auge. Wie ich finde, wenn man nachher auch wirklich ein bisschen zielen möchte. Es ist im Nachhinein ist es für mich eben problematisch, weil ich kann bestimmte Sachen, die ich gerne machen wollen würde, die kann ich nicht. Mein linkes Naja. Auge ist dominant, bin aber sogenannter Rechtshandschütze und kann also niemals nie über eine Pfeilspitze schießen, nicht vernünftig. Wenn Ja. ich dann das Auge zukneife, Ich auch nicht. aber für einen Ich. kreuzdominanten Schützen schießt du trotzdem verdammt gut. Über Kreuz. Ja, über Kreuz. Ja, Nein, Andreas, also es das. ist die Gewohnheit, aber ich denke, da wäre noch mehr drin. Ja, klar, aber das ist Training. Das ist. Ich habe diese Kreuzdominanz quasi trainiert, unbewusst, bis mir irgendwann mal jemand sagte, hast du das schon mal probiert? Und Ja. wenn ich jetzt versuche, den Bogen in die andere Hand zu nehmen und zu ziehen, klappt überhaupt nicht. Also Alleine von der. ich kenne auch Schützen, die das trainiert haben. Ja. Die kommen da gut mit zurecht. Aber bei Also dir ist es ja, du bist ja, wie sagt man so schön, dann rechtsdominant und du schießt dann auch auf der richtigen Seite, oder? ja. Und du hast ja dann die Möglichkeit, tatsächlich über die Pfeilspitze zu gucken und da korrekt drüber zu zielen. Ja, richtig. Machst du das? Ich kann es dir nicht sagen. Du kannst es nicht Nein, ich sagen. kann das nicht sagen. Also für mich ist das intuitive Schießen, weil der Ablauf hat sich so eingebrannt. Das ist einfach da. Also ich kann jetzt auch, das ist zum Beispiel eine Geschichte, die ich einem Anfänger wahrscheinlich niemals gut vermitteln können werde. Ja, sollte man vielleicht auch am Anfang nicht, weil das zu sehr durcheinander bringt. Ja, Also, also ich hebe den Bogen, klar, ich schaue über den Pfeil, aber der Rest, ja. da ist kein System dahinter, dass Ich ich habe jetzt sage, okay. so ein bisschen muss man natürlich am Anfang, weil ich habe schon mal festgestellt, bei bestimmten Leuten, dass man dann sofort korrigieren musste, dass man sagen musste, hey, 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 nicht so hoch, nicht so hoch, du bist ja viel zu hoch, geh mal Ja, weiter. gut, das Naja, gibt es Moment, schon, dass tiefer. die wirklich, ja, das Ja. ist. Andreas, ich will da ein bisschen widersprechen. Natürlich von dem absoluten Anfänger, der hat immer die Tendenz, zu hoch zu schießen. Das ist gar keine Frage. Ich glaube, ich habe noch niemanden erlebt, der zu niedrig, zu tief geschossen hätte. Eher würden sie über die Scheibe drüber schießen. Ja. Keine Frage. Aber mit dieser Augendominanz und so, da widerspreche ich ein bisschen, weil das ist in Wirklichkeit nur relevant, wenn du mit einem Visier schießen willst, weil da brauchst du natürlich dieses Visierauge, dass du da durchgucken kannst und so weiter. Und eben beispielsweise der Howard Hill hatte ein linksdominantes Auge. Ich habe ein linksdominantes Auge und schieße absolut mit absoluter Rechtshänder und so weiter. Und ich würde da noch eine Unterscheidung machen. Du sagst über die Spitze zielen. Was du eigentlich meinst, ist in Englisch genannt Gun Barreling. Das heißt, über den Gewehrlauf schauen, dass du komplett den Pfeil entlang siehst, schaust. Ja, genau. Ja, aber ich kann ja zum Beispiel auch mit dem linksdominanten Auge, wenn ich nach hinten ziehe, habe ich ja die Pfeilspitze auch da. Das heißt, ich könnte ja, wenn ich mit der Pfeilspitze zielen will,
würde das auch stimmen, weil meine Körperausrichtung, also wie soll ich sagen, die Richtung des Pfeils gibt ja meine Gesichts- und Körperausrichtung vor. Das heißt, wenn ich jetzt auf das Ziel fokussiere, egal mit welchem Auge eigentlich, ist mein Gesicht auf dieses Ziel, auf diesen Punkt ausgerichtet. Und wenn ich jetzt mit meiner Zughand eine Einheit mache mit meinem Gesicht, schieße ich auf einen bestimmten Punkt. Und das Gehirn erstellt, also so ist meine Meinung oder meine Theorie meinetwegen, das Gehirn erstellt ein Programm unabhängig, ob jetzt du dieses oder dieses, du siehst halt ein anderes Bild als der, der das rechtsdominante Auge hat, aber du hast ja trotzdem in deinem peripheren Gesichtsfeld irgendwo die Pfeilspitze, auch der Bogen ist da. Natürlich bringt man unbewusst wahrscheinlich auch den Bogen in ein Verhältnis zum Ziel und so weiter und so fort. Also ich würde das nicht überbewerten, das wollte ich damit sagen. Selbstverständlich nicht überbewerten. Es funktioniert ja auch so, weil mit beiden Augen offen schieße, also ich schieße mit beiden Augen offen, nutze also quasi das räumliche Sehen und führe ja beide Augen zusammen. Ja. Aber eben, wenn dieser Punkt kommt und ich unterhalte mich mit anderen Bogenschützen, die bestimmte Systeme schießen und die dann tatsächlich ein Auge zugreifen, wie beim Gewehrschießen oder beim Pistolenschießen, Ja, über aber ein das Visier ist. und mir dann versuchen, ihre Technik zu erklären und ich versuche das nachzumachen, dann Ja, scheitere ich. aber der, schau her, der scheitert ja sowieso, sobald es zum Beispiel draußen dunkel ist oder solche Dinge oder widrige Umstände herrschen. Weil wenn du eben das nicht so genau machen kannst und dann bist du auch nicht schnell, also es kommt natürlich darauf an, was man tun will, aber Ja, da bist du genau. mit diesen Intuitiven, wie der Rolf sagt, und intuitiv ist ein falscher Ausdruck, wir wissen es, instinktiv ist auch falsch, aber mit dem, ich nenne es immer klassisches Bogenschießen, also Wir Bogenschießen machen ohne einfach. Visier. Wir machen. Wir machen einfach, genau. Genau. Und oder denk jetzt an einen Dartwerfer. Ich weiß nicht, ob der dann mit der linken Hand werfen würde, wenn er ein linksdominantes Auge hätte. Und da ist es völlig egal. Also weißt du, was ich meine? Der Ja. schaut nicht über den Dartpfeil drüber und wirft, sondern der schmeißt hin, weil das ist wie Steine schmeißen. Im Grunde, Es ist so. Es er ist stellt so. sich da ein Programm, Ja, also würde ich ich würde sagen. auch sagen, mit Training und wenn der Wille da ist, Ja. dann kann man das durchaus in den Griff kriegen. Und Ja. ja, also ich glaube, wie gesagt, ich kenne genug Schützen, die links dominant sind und das trotzdem hervorragend meistern. Ja. Ich Da würde habe. ich mir auch nicht so viel. Ach, mache ich ja gar nicht mehr. Interessant ist es natürlich nur für jemanden, weil wir, um kurz zum Genau, Thema vom. zurückzukommen, wenn jemand neu anfängt, ist es da dann interessant, wenn jemand sagt, er möchte ernsthaft Bogen schießen? Weist man den darauf hin? Erklärt man dem diese Geschichte? Nein, Ich würde da würde ich wahrscheinlich nicht. erst reagieren, wenn jetzt das Trefferbild völlig abnorm ist. Ja. Also wenn das ein Defizit ausmacht zu Es. dem Ergebnis, was man erreichen will, dann würde ich wahrscheinlich darauf reagieren. Meinst du, es gibt sowas, dass es so extrem Ja. abweichend Ja, ist, also ich dass habe das die passiert? Situation gerade gehabt, dass wir mit absoluten Anfängern am Schießen waren und es war eine Person dabei, die halt völlig aus dem Ruder lief. Die war einen guten Meter zu hoch. Nur zu hoch oder auch seitlich irgendwie komisch? Seitlich ging, aber es war wirklich Streuung da und definitiv zu hoch. Und das war dann ein Punkt, wo man dann sofort gesagt hat, okay, da muss man eingreifen. Die anderen hat man gesehen, okay, ist zwar Streuung drin, aber es ist vom Gesamtbild her ganz okay. Vorher würde ich da auch nie Nein. großartig eingreifen und sagen, Naja, weil ne? die Folgerung wäre ja, naja, dann solltest du mit deinem Linkshandbogen schießen. Und wenn du jetzt einen wirklichen Rechtshänder auf einen Linkshänder, also ich sehe da größere Probleme, als welches Auge da dominant ist. Und dann gibt es Ja, ja angeblich, ich weiß es nicht, aber auch noch Dominanzen, die wechseln. Jetzt stell dir vor, jetzt stellst du den auf links um und der plagt sich wie ein Hund und dann nach 3 Monaten ist das andere Auge dominant und was auch immer. Also ich sehe, abgesehen von den wirklichen Olympic-Schützen, Visierschützen, keinen Vorteil, ehrlich gesagt. richtig, ja. Würde ich mir nicht so viel Gedanken darüber machen, ne?
Okay. Tatsächlich nicht. Also wo ich meine Kriterien sehe, ist die körperliche Ausrichtung, Genau, die genau. Körperspannung, der Aufbau, der Stand ist für mich immer ein Thema. Da haben wir uns ja auch schon so manches Mal drüber bekabbelt. Ich tendiere eher zu breiten Füßen. Du hast ja für dich geschlossene Füße entdeckt. Ist aber natürlich ist immer abhängig bei mir davon, wo stehe ich. Ja, also jetzt gerade am letzten Wochenende, da hat mir mein Lieblingsstand überhaupt nicht geholfen, weil ich stand schräg am Berg. Da kann ich nicht mit geschlossenen Beinen stehen. Wäre ich einfach umgefallen. Ja. Also es ist immer so ein Ding. Aber das wollte ich vielleicht auch sagen. Also ich würde totalen Abstand davon nehmen, dass ich irgendeinen absoluten Anfänger jetzt irgendwo auf einem Berg oder auf einem Parcours mitnehme, weil ich sage, er soll es ja mal unter Laborbedingungen lernen, wo nicht Licht, Schatten, bergauf, bergab oder komische Tiere, wo du nicht fokussieren kannst. Also da bin ich Keine eher. Frage. Da interveniere ich. Also da bin ich nicht bei dir. Ah, ich wiederum ja. Also ich würde da dem Peter absolut zustimmen. So einem ganz frischen Anfänger am Anfang Er kann ja seinen Fehler nicht erkennen. Er weiß nicht, warum er einmal getroffen hat und warum er einmal nicht getroffen hat. Er kann keine Lehre draus ziehen. Und wenn er aber jetzt steht, 6 Meter vor einer Scheibe und ich kann ihn korrigieren und der schießt jetzt immer zu hoch, wie du sagst, dann kann ich irgendwie eingreifen. Das wollte ich auch noch sagen. Ich greife dann ein, wenn ich das sehe, weil es ist ja dann so, dann trifft er vielleicht mit seiner, sag mal, komischen Technik und das setzt sich im Kopf fest. Also wenn ich sehe, da wird ein Fehler schon bei den ja. beim Hinstellen und so weiter gemacht. Moment, Moment. Fang nochmal an, einfach den Bogen heben, gerade nach hinten auf Ziel schauen, etc. etc. Und zum Rolf wollte ich noch sagen, wegen dem zu hochschießen. Ich glaube, dass da zwei Gründe gibt. Das eine ist, dass der Mensch das nicht verstanden hat, dass er dorthin schauen muss und dass das auch so bleiben muss. Weil es stellen sich viele hin, die schauen genau auf den Punkt, aber wenn sie dann ziehen, dann geht der Kopf hoch oder beim Ziehen gehen sie ja im Ganzen nach hinten. Und dann natürlich ist dieser konstante Hochschuss und sie wissen aber nicht warum, weil sie glauben, ich mache eh alles richtig. Aber es Ja, stimmt ja nicht. genau. Also Also, wir konnten das bei ihm, nach 10 Minuten hatten wir ihm das dann vermittelt. Das klappte dann auch nicht so gut wie der Rest der Gruppe. Aber das wäre auch kein Kandidat gewesen, wo ich jetzt sage, ich nehme den mit in Parcours. Andersrum habe ich Freunde, Bekannte gehabt, die habe ich vor die Schießwand gestellt. Die hatten das erste Mal einen Bogen in der Hand. Da habe ich nach 5 Minuten gesagt, okay, Jungs, wir tigern los. Das klappt auch so. das gibt es schon Und und das gibt es schon und da würde ich, wenn ich mit jemandem 3 Pfeile auf der Einschussscheibe schieße und ich sehe, der stellt sich von Haus aus halbwegs vernünftig an, natürlich, aber ich würde darauf hinweisen, zähle das nicht, was du da triffst oder nicht triffst, weil du kannst keine Erkenntnis aus dem ziehen, weil jetzt wissen ja wir manchmal nicht, warum wir getroffen haben oder warum nicht. Wir haben dann immer irgendwelche guten Erklärungen für uns, aber meistens ist es ja dann vielleicht nicht so. Da würde ich dann sagen, schießen wir zum Spaß einmal den Parcours, aber morgen oder nächste Woche, dann kommst du zu mir und dann machen wir das einmal wirklich, weil er muss ja das wirklich auf einer geraden Ebene mit der Ausrichtung und so. Und wie er sagt, ja, jetzt muss er sich anders, jetzt hat er schon Probleme mit überhaupt dem Stand und dann muss er noch die Beine und das und das. Also das ist ein bisschen viel auf einmal, würde ich sagen. Aber zum Spaß, sofern die Sicherheit nicht ja, die irgendwie. Sicherheit muss gegeben sein, aber ich würde schon sagen, um jemanden wirklich unserem Sport näher zu bringen, bei uns, und in unserem Fall ist es ja immer 3D-Parcours, würde ich schon sagen, Training hin oder her, aber wir nehmen ihn mit, um ihm das zu zeigen, was wir vermitteln möchten. Und er lernt ja auch Ja, beim also es ist. Zusehen natürlich.
Aber schau, es Ja, wäre so. also ich würde jetzt niemanden 4 Stunden vor einer Einschießwand stehen lassen und permanent seine Körperhaltung oder sein Schussverhalten korrigieren. Ja. Das ist nicht meine Welt. Ja, und ich würde sowieso Das macht keinen sagen, Spaß. alles, was länger als eine Stunde ist, überfordert jeden. Ist so. Weil da Ja, das. irgendwann, dann, und dann kommt ja auch nichts Gescheites mehr raus, weil er wird dann ein bisschen müde und schlampig und kann sich nicht mehr konzentrieren. Ist wie in der Schule bei den Kindern in Wirklichkeit oder wie bei uns allen eigentlich. Wenn wir was Ja, Neues ja. hören, wenn dir der dort einen Vortrag von 4 Stunden hält, was du alles machen sollst beim Bogenschießen, dann bist du erledigt. Sagst, ich glaube, ich gehe lieber Schach spielen. Oder so. So ist Möglicherweise. es wohl, so ist es wohl, ja. 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 Okay. Genau. Ja. Ja, aber so. Ich habe es mit den anderen auch schon so besprochen. Ich habe so die Tendenz, nicht die Tendenz, sondern es ist meine Methode. Ich sage den Leuten so wenig wie möglich Informationen, eben wegen diesem Überfluss Informations, die da einprasseln, dann mach das, mach das, mach das, mach das. Das wird zu viel. Also ich habe mit den anderen schon drüber geredet. Ich sage zum Beispiel am Anfang überhaupt nicht, oder ich sage es vielleicht, nein, ich sage es gar nicht, wie der Pfeil drauf gehört. Ob die Federn dahin schauen oder dahin, weil es völlig unerheblich zum Lernen ist. Oder der Pfeil fliegt genau gleich dorthin, Ja. wenn er richtig oben ist. Oder ja. Also so wenig wie möglich Information und kleine Schritte. Und bei der zweiten Stunde sage ich dann, gut, der Pfeil gehört so drauf, wenn das jetzt so ein fortgesetztes Programm ist, eine Schulung. Ja, wenn es nur um so ein reines Spaßschießen geht, dann Auf jeden Fall. wenigst. Dann geht es im Prinzip ja nur darum, aufzupassen, dass der sich nicht verletzt. Ja, so ist es. Naja, vom Spitze nach vorn Spaßschießen und. rede ich nicht. Ich rede schon von jemandem, der es wirklich lernen will. Aber ich will ihn am Anfang nicht mit den vielen Informationen überfordern. Weil eben, wenn das egal ist, ob der Pfeil so oder so oben ist, dann soll er mal an das nicht denken, sondern sich lieber von mir aus auf den Stand oder auf seinen Anker oder was immer konzentrieren und nicht schon vorher anfangen, ah, aber der Pfeil gehört so. Also ich will es vereinfachen. Vom Spaßschießen, wenn drei Freunde zu euch kommen, ihr trinkt drei Bier und sagt, hey, Schießer, lass mich auch einmal oder so. Dann, na klar, dann schaue ich, dass nichts passiert, denn er gleicht das auch nicht mit dem Pfeil. Ja, du da, so geht das ungefähr. Gerade nach vorschauen, auslassen, bam, keine Frage. Ja. Aber ich finde, gut, Pfeil einlegen lasse ich mal dahingestellt, aber das sind so Sachen, die man ja nicht gewichtig vermitteln kann. Die kann man ja auch, ey, hier Leitfeder nach außen. So vielleicht beiläufig. Ach, ich finde, Ja, aber der gibt es glaubt, das überhaupt. ist wichtig dann. Und das ist ja eigentlich Nein, nicht nein. Ich wichtig. finde zum Beispiel diesen Punkt wieder sehr interessant. Und schon von Anfang an fand ich diesen Punkt sehr interessant mit der Leitfeder, weil das ist so ein Ablauf, ja, auf den man achtet. Und weiß nicht, Also entweder für mich zählt es ist es für mich. zum Aufbau des Schusses dazu. Das wollte ich sagen, Ne? irgendwie, ja. Wie gesagt, es ist. Das ist schon richtig. Also man knockt ja des Öfteren auch mal verkehrt rum ein. Ja. Vom Schussablauf ist es, oder vom Schuss ist es wahrscheinlich egal. Wichtig ist es nicht unbedingt, aber also wirklich von 10 Leuten fragen mich 9, warum ist denn eine Feder weiß und die anderen blau? Und dann ist man ja schon an dem Punkt, um Mich fragen den Sie da so ein nicht. bisschen. Mich Ja. fragen Sie nur. Ja. Ja, natürlich. Oder ich halte ja vorher immer ein bisschen so eine Einleitung und da sage ich das vielleicht schon auch. Aber wenn es dann ums Schießen geht, dann korrigiere ich den nicht, weil ich ihn nicht aus seiner, sagen wir mal, Konzentration oder Aufmerksamkeit erlegt jetzt den, der will sich bemühen und das gut machen und legt jetzt den Pfeil verkehrt auf, das sage ich nichts. So meine ich es auch. Und wenn er Okay. jetzt schon eine halbe Stunde schießt und ich sehe, er kommt mit allen zurecht, dann sage ich, weißt du, eigentlich gehört er immer so drauf. Es ist Richtig, nicht so genau, ja. wichtig, aber so, also nicht, dass ich das völlig jetzt weglasse, aber ich würde seinen Ablauf nie unterbrechen. Hey, du den Pfeil richtig rauf oder so. Nein, wenn man permanent da reinbricht, und Ja. die mit dem, was sie tun, schon annähernd überfordert sind,
Dann muss man sie nicht stören. Das ist schon vollkommen richtig, ja. Ja, und da gibt es tausend wichtigere Dinge, wie er die Sehne nimmt und wie er den Ja. Bogen hält und so weiter. Und da soll er an das gar nicht einmal denken. So, das ist mein Zugang. Kann natürlich jeder sehen, wie er will. Ja. Genau. Okay, Rolf, Andreas, dann haben wir da heute viele heiße Tipps sozusagen bekommen und wir sehen, obwohl ihr da gemeinsam schießt und so weiter, habt nicht einmal ihr die gleiche Meinung. Also der eine sagt, schlepp ihn auf den Parcours, egal was Ja, passiert. Und der andere richtig. sagt, nein, der bleibt im Garten einmal 3 Wochen. Also wir können über das noch trefflich garantiert weiter diskutieren in der nächsten Episode. Und ja, ich muss natürlich auch wiederum unsere Sponsoren und unsere Unterstützer da einbringen, eben den ORF mit der Langen Nacht der Museen, diesen Lebensbogen, das Institut, den Jawohl. Fairbow Netherland Bogenshop, wo es alles gibt, das das Herz begehrt, und die Limonaden Brandl aus der Steiermark, 100 Jahre alter Familienbetrieb, was tolle Limonaden macht. Und wenn ihr dann am 5. Oktober vielleicht kommt zum Event. Dort gibt es dann natürlich alles vom Brandl, klarerweise. Das war das eine. Dann wollte ich noch sagen, schaut den Backstop Boys ihre Videos an, abonniert ihren Kanal, schreibt ihnen Gemeinheiten in die Kommentare, das lieben sie. Ja. So wie ich. Abonniert auch meinen Kanal. Und like die Videos und kontaktiert uns auf Facebook oder wo auch immer. Es ist jeder gern als Talkgast gesehen. Jeder, wir sehen, hat einen eigenen Weg irgendwie einzubringen oder eine eigene Meinung über verschiedene Dinge. Und das ist es ja dann, wo man lernt. Jeder denkt Genau, einmal noch genau. einmal anders drüber. Ah, vielleicht ist es ja wirklich so besser oder umgekehrt. Also ich sage, das ist genau das Befruchtende, würde ich sagen. Gut, dann sage ich danke. Sehr Andreas, gerne. danke, Rolf. War ein super tolles Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, Zuseherinnen und Zuseher und alle, die es noch werden wollen, natürlich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao, adios.